Hi Freunde, herzlich willkommen zu In den Outside EO Podcast. Das ist Folge Nummer 45. Wir sind wieder eure Host Yassi und Marco. Und das Thema für heute, wir haben am Wochenende, also vergangenes Wochenende, einen Gewichtheber-Wettkampf für unsere Mitglieder hier in der Box gehabt und wollten da einmal noch kurz ein bisschen Recap draus machen. Ja, finde eine gute Idee. War richtig schöne Veranstaltung. Ja, viele Neue, die sich getraut haben, mal mitmachen, war echt schön. Ja, das ist jetzt, glaube ich, schon ist das schon das zweite oder das dritte Mal, dass wir es machen? Puh, ich glaube mindestens das dritte, Glaube ich wenn nicht auch. öfter. Ja. Ja. Können wir kurz erwähnen, also es haben 8 Frauen mitgemacht und 6 Teilnehmer bei den Jungs waren es, eigentlich waren es 7, aber einer hat dann doch kurzfristig es leider nicht geschafft. Wollen wir vielleicht einmal die einzelnen Teilnehmer Ja, ansprechen, können wir oder? gerne machen. Und in Zukunft, Jungs, traut euch. Ja. Schaut, die Mädchen schon mehr beim, oder die Frauen schon mehr beim Gewichtheben mitmachen wie ihr, dann traut euch mal. Also ich habe es mal hier schnell auf dem Handy. Ich lese mal kurz vor, wer alles mitgemacht hat. Die Steffi hat mitgemacht, die Caro hat mitgemacht, die Angelika hat vor allen Dingen als Vorbereitung für ihre WM jetzt mitgemacht. Die Amelie war dabei, die war auch, glaube ich, das erste Mal mit Ja, dabei, gell? genau. Die Elisabeth, die Sylvie, Petra und die Elisa bei den Frauen. Und bei den Jungs hatten wir den Janis, den Chris, den Andrew, den Steven, Flo und alter Gewichtheber-Kamerad, der Christian. Genau. Ja, letzten Endes, vielleicht kann man es ja kurz erklären für die Leute, die so einen Gewichtheber-Wettkampf, also nicht genau wissen, wie es abläuft. Es gibt Stoßen und Reißen. Also man fängt man mit dem Reißen an. Das ist das, wo ihr die Langhantel quasi, die startet auf dem Boden und dann bringt man sie eigentlich in einem Zug über Kopf. Idealerweise macht man das mit einer Kniebeuge, damit man nicht ganz so hoch das Gewicht bewegen muss und steht es Oder wenn dann. man stark genug ist, kann Genau. man es auch in den Stand machen. Und da hat man dann jeweils 3 Versuche. Also dann gibt man sozusagen den Opener an und den muss man dann quasi als ersten Versuch machen. Und wenn man den geschafft hat, dann kann man quasi steigern. Man kann auch steigern, wenn man ihn nicht geschafft hat, aber man darf quasi vom Gewicht her nicht mehr zurückgehen. Genau, so fast wie beim Calisthenics. Ja, genau. Nur dass es halt dann sozusagen Zweikampf ist. Und genau die zweite Disziplin ist dann Clean and Jerk. Also umsetzen und ausstoßen auf Deutsch. Bringt man das Gewicht zuerst auf die Schultern und haut es dann über Kopf. Da kann man jetzt vielleicht noch mal sagen, so der Unterschied zum CrossFit ist jetzt bei beiden Disziplinen ein bisschen strenger. Also da ist jetzt nicht oben ist oben, sondern da muss wirklich die Bewegung sehr flüssig sein und man muss quasi auch, wenn es über Kopf geht, das Gewicht, den Arm gestreckt lassen. Also so ein Nachdrücken oder was ist dann Ist halt ein No ungültig Rep. beim reinen Genau. Gewichtheben, genau. Ja. Ja, so viel zum. Fällt dir da noch dazu was ein? Nö. Nö, also wir haben es so gestaltet, dass zuerst alle Frauen durchgelüftet haben. Der mit dem kleinsten Startgewicht, mit dem Ach, niedrigsten Opener, der das hat fängt man noch an. erzählen mit Genau. dem, dass es auch relativ zum Gewicht bewertet wird. Also es ist dann Genau. nicht so jetzt wie bei mir beim Calisthenics, wo es jetzt Gewichtsklassen gibt und dann einfach das Total zählt, sondern da ist es wirklich auch so, dass die Teilnehmer halt vorher gewogen werden und dann ist relativ zu dem, was sie halt heben, also das Gewicht wird dann mit so einem Faktor multipliziert und das dann wiederum, wenn nee, andersrum, das Gewicht gibt dir einen Entspricht, ja. Faktor vor Genau. und den multiplizierst du dann mit dem Total von beiden Lifts und daraus ergibt sich dann die Rangierung. Genau, weil wir für so wenig Teilnehmer lohnt es nicht, Gewichtsklassen machen. Ja. Und dass es aber dann im Verhältnis steht, weil ein schwererer Mensch im Normalfall ein bisschen mehr Gewicht aufheben kann wie ein leichterer Mensch, dass das wird quasi berücksichtigt bei diesem Relativfaktor. Und damit wird es dann, gibt es dann quasi, wenn man so ein großes Feld, also so ein großes gemischtes Teilnehmerfeld hat, dass man dann über diese ganzen Gewichtsklassen hinweg einen Sieger oder eine Siegerin hören kann. Ja, du sprichst gerade eh schon an, Sieger und Siegerin. Wollen wir da vielleicht einmal kurz die Rangierung nochmal erzählen? Hast du die Platzierung Ja, ich noch? habe es auch. Also ich muss dann vielleicht ein bisschen genauer drauf gucken, weil ich habe dann auf der Tafel doch relativ klein geschrieben. Also gewonnen bei den Frauen hat die Elisa, mega, mega starke Ja, zwei Leistung. PRs. Genau, und die hat wirklich, was ich auch krass fand, jeden einzelnen Versuch hat sie gültig gehabt. Also bis zum Ende voll durchgezogen. Super schöne Technik auch. Stimmt, wenn wir gerade dabei sind bei der Lisa, die hat ja auch gerne mit Selbstzweifel dann, dass ein Gewicht mir nicht geht oder sich es nicht zutraut. Und sie ist zweimal über den Schatten gesprungen bei dem letzten Lift und hat den PR probiert und geschafft. Und da sieht man mal, was es ausmacht, wenn man einen Wettkampf teilnimmt. Also Ja, das ist ja auch also. zur persönlichen Entwicklung. Sie hat jetzt zufällig auch gewonnen, aber darum geht es gar nicht, sondern einfach, dass man sieht, dass man auf Punkt mal was machen muss, dass es dann oft mehr geht, als man sich zutraut. Zumal die Stimmung auch grandios war, alle angefeuert haben. Ja, voll, das war richtig Das schön motiviert anzuschauen. auch nochmal. Und mich hat auch so begeistert, dass sie hat es halt so durchgezogen, auch dass sie von Versuch zu Versuch, da musst du ja, also wenn du blinzelst, siehst du es nicht, weil sie Ja, so das sehe ich schnell nicht. geworden Das ist. Vor allem der Clean and Jerk, der letzte, der kam da echt wie aus der Pistole rausgeschossen. Mega, richtig schöner Rap, total souverän auch gestanden, da war gar kein Zweifel, dass die da
offen gelassen. Ja, stimmt. Ja, also wirklich richtig gut. Und auf dem zweiten Platz die Lizzie, Elisabeth, auch mega starke Leistung. Die hat auch alle Versuche richtig gültig gekriegt. Also gar Glaube kein auch, einziger ja. Fehlversuch dabei. Mega stark, voll durchgezogen, hat super schlau gesteigert. Also Versuche waren nah wirklich zusammen. Hat dann, ich meine, jetzt hier sind es immer fast so 2 oder 3 Kiloschritte gewesen. Und auch dann souverän, echt durchgezogen. Mega gut. Auf dem dritten Platz die Angelika. Auch mega tolle Leistung. Weil wir wissen ja, die Angelika ist manchmal so ein bisschen. Ich sage dann immer zu ihr, den Turbo musst du in der Umkleide lassen. Stimmt. Aber ihr hat echt Ruhe bewahrt und hat das echt auch souverän durchgezogen. Und man muss dazu sagen, die Angelika und die Silvi haben in der Frühjahrsvorbereitung für Aruba auch schon an der Engine-Stunde Ja. teilgenommen, damit sie mal etwas müde liften müssen, so wie es im Wettkampf auch sein kann. Ja. Also das muss man auch noch berücksichtigen, dass die beiden schon Ja. fast 60 Minuten Workout in den Knochen Ja, haben. war richtig, richtig cool. Genau, das war der dritte Platz. Und die Silvi, achso, Entschuldigung, noch kurz zur Angelika, die hat dann nur einen Versuch nicht gültig gehabt. Also alle anderen hat sie auch. Aber das war auch, glaube ich, ein PR-Versuch mit 41 Kilo im dritten. Ich meine, das hat sie im Training noch nicht bewegt. Und dafür ist ja so ein Drittversuch auch echt super, dass du dann halt sagst, du machst im Zweitversuch das, was du weißt, was du machen kannst. Und im Drittversuch probierst du es mal. Sie hat es auch über Kopf Genau, ich gehabt. würde gerade sagen, im Aber CrossFit wäre er schon gültig ja. gewesen, aber im Gewichtheben war sie zu sehr Ja, nachdrücken. ich finde das auch, also bei mir ist das auch so, manchmal hast du halt, wir haben da schon mal drüber gesprochen, manche Leute machen einen PR-Versuch und der ist auch gleich immer wunderschön. Und bei manchen Leuten ist es halt der erste Mal so oben ist oben und dann, wenn sie ja das Gewicht dann öfter machen, dann wird es auch flüssiger. Von daher gesehen, ja, Hut ab, dass es überhaupt, also CrossFit wäre gültig gewesen, ja, kann man dann im Prinzip auch, jetzt sage ich mal, unter CrossFit-Terminologie sich auch als PR Ja, auf alle eigentlich Fälle. auf die Kappe schreiben, genau. Mega gut. Ja, genau. Und dann hat man noch die Silvi, die Amelie, die Steffi und die Petra waren dann quasi nicht mehr auf Die dem Caro. Treppchen. Ach so, genau. Und ach, ja, Caro haben wir auch ganz vergessen. Entschuldigung. Caro übrigens auch alle Versuche gültig, gell? Ja, auch Mega gut. wunderschöne Versuche, Ja. ja. Und zu den anderen Teilnehmern ist mir jetzt persönlich noch aufgefallen, dass ich die Technik super schön fand. Weil das ist manchmal so, dass an dem einen oder anderen Tag ja, da die Nerven vielleicht auch mal mit so dazukommen. Und beim Snatch ist es halt leider auch so, ich kenne es von mir auch, da ist manchmal das Gewicht, was man nimmt, irrelevant, sondern es ist dann einfach der Versuch, wenn dann so eine Kleinigkeit mal von der Balance her nicht stimmt, weil man hat zum Beispiel bei allen Teilnehmern gesehen, auch jetzt, wenn die Fehlversuche da waren, die Kraft war es oft nicht, die Schnellkraft war da, die Position war vielleicht sogar auch noch da, aber manchmal war es einfach hier und da so eine kleine Balance-Sache. Gerade wenn man Squat snatcht, ist es halt dann auch noch mal, finde ich, Ja, und eher. das ist auch was anderes, weil wir haben es bei der Petra erlebt, die leider kein Snatch gültig gekriegt hat, beziehungsweise einfach kein aufgestanden ist, aber die Squat Snatch probiert hat immer und die Woche davor aber eher gut gelaufen sind. Aber da war es on point, das war mein anderes Setup. Ich schaue nicht dahin, wo ich gern will, sondern wir haben es so aufgebaut, dass sie nach vorne Richtung Tribüne schauen mussten. Davor saß das Publikum und das macht halt nochmal was anderes. Und wenn die Bewegung dann nicht 100% on point ist, weil man die Sicherheit hat, so und so viele tausend gute Wiederholungen, dann kann man das schon mal aus der Bahn werfen. Ja, und dazu muss man auch noch sagen, also ich will jetzt keinem anderen Teilnehmer was wegnehmen sozusagen, aber es ist komplett normal, wenn man sozusagen mit dem Snatchen anfängt, dann kann man mal so, sage ich mal, das Gewicht ein bisschen höher reißen, als man muss und dann flüssig in den Squat-Snatch runternehmen und wieder aufstehen. Und dadurch minimierst du schon bei so einem Versuch gewaltig das Risiko, dass er jetzt Ja, schief das geht, ist quasi aber ein Power Snatch mit Overhead Squat genau. machst. Aber wenn du dann irgendwann an schwerere Gewichte gehst, und jetzt, wenn du die Petra zum Beispiel ansprichst, hat sie ja jetzt auch gemacht, dann musst du den wirklich immer in die gleiche Position, mehr oder weniger halt, aufnehmen und dann aufstehen. Und dadurch gewinnst du natürlich, also sparst du dir halt Höhe und kannst dadurch halt mehr Gewicht bewegen. Aber das Risiko halt manchmal, dass es dann daneben geht, ich kenne das von mir auch, ob ich dann 35 oder 40 Kilo fälle, wenn ich halt ein. Ja, wenn ich da vielleicht einmal ein bisschen zu schnell drunter gehe oder ihn nicht richtig habe, dann ist halt so. Deswegen muss man ihr das, finde ich, total hoch anrechnen, dass sie halt wirklich da einfach auch Mut zum Risiko, sage ich mal, hatte. Auf alle Fälle. Und da vom Ablauf her wirklich einen richtig, richtig souveränen Squat-Snatch gemacht hat. Ja, und sie hat ja, ich glaube, zumindest bei den letzten beiden immer nach hinten verloren. Das heißt, die Kraft Das war ja musst du auch da, erstmal es war hoch schaffen. genug, Genau. genau. Das ist ja auch schwieriger. Also die meisten Leute fällen ja ihre Versuche eher so nach vorne. Und wenn du ihn nach hinten verlierst, dann hast du schon mal sehr, sehr viel richtig gemacht. So. Dann weißt du, dass die Du Position warst schon mal gepasst hat drunter, und du hast was dich drunter. getraut, Genau. genau. Voll.
Ja, und es macht schon was aus, wenn das Sichtfeld ein anderes ist, wo die Menschen Ja. drin sind, die zuschauen, die sich vielleicht doch ein bisschen bewegen. In der Box hat man ja meistens dann einen Punkt, wo man hinschaut, wo keine Bewegung davor ist. So das, was die Jazz zum Beispiel oft macht, wenn Gewichtheben in den CrossFit-Wettkämpfen dran ist, dass wenn sie auf die Fläche geht, ist das Erste, dass sie den Fixpunkt sucht, den sie nachher während dem Lift die ganze Ja. Zeit anschaut. Aber das sind auch Sachen, die man einfach über die Zeit sich erarbeiten muss. Ja. Und vielleicht auch als Tipp für die Petra, das nächste Mal das machen, diesen fixen Punkt. Ja. Und dann liften Ja. und dann ist alles fein. Ich bin mir gar nicht sicher bei den Clean and Jerks, wer da alles PR gemacht hat, aber was total interessant war, ist, dass die bei den Jerks eigentlich fast jeder, die den Drittversuch auch noch geschafft hat. Und ich meine, da waren auch so ein paar PRs dabei. Ja, Also also ich bei der glaube. Lisa sicher, bei der Angelika ja auch. Das ist mal in einem Steffi, Wettkampf hat die schon gemacht mal hat. Die 37 Steffi gemacht? Ja. hat mehr Und die gemacht. Caro? Und die Karin und die Amelie haben ja noch nie Ich glaube mitgemacht, auch, also haben ja. sie ja sowieso PR Ja, einfach sich getraut voll und gut. zu machen. Und es waren schöne, sehr, sehr schöne Waren Versuche. alles schöne Versuche. Ich war Ja. sowieso grundsätzlich von, habe ich ja vorher schon gesagt, Techniken waren so gut. Also er muss erstmal, glaube ich, eine Box finden, wo so viele Leute jetzt einfach auch neu, da muss man ja auch sagen, viele davon das Gewichtheben gelernt haben, was jetzt auf echt einem Tipptopp-Niveau ist. Also muss ich echt sagen. Dass man da ja auch viel gesehen hat, wie bei den, jetzt bei der Amelie und bei der Caro, dass da eigentlich auch noch Luft ist vom Gewicht, weil Ja, sie voll. so sich auf die Technik konzentrieren, dass sie wunderschöne, Ist ja schöne auch Technik wichtig. machen. Ja. Genau. Und dass man aber schon gesehen hat, dass die Technik eher das, in Anführungsstrichen, Problem des Vertrauens in die Technik ist, wie das Gewicht an sich. Ja, ist normal. Das kommt dann auch mit der Eben, Zeit. Ich kenne es ja deswegen. bei mir vom Wettkampf auch. Ich versuche da auch selten einen PR, weil einfach, oder vielleicht maximal halt den Drittversuch, weil das musst du erstmal dann auch machen, gerade unter diesem Psychodruck, dass du ja dann weißt, naja. Wo steigst du jetzt ein und so? Ich habe mir da jetzt auch angewöhnt, einfach wirklich nur noch an den Erstversuch zu denken und dann einfach zu gucken, was kommt. Weil je mehr du vorher drüber nachdenkst, desto schwieriger wird es dann eigentlich auch an deinem Plan so Ja, festzuhalten. und du kannst es ja nicht vorher planen. Und deswegen Du haben die es sagst, alles richtig gemacht, bei ja. einem Open, wenn es so, solange dein Opener nicht passiert ist, ist es danach alles hinfällig, Genau. weil vielleicht fühlt es an dem Tag dann richtig gut an. Ja. Mein Beispiel war nach Muscle-Up-Abrutschen bei dir der Ja, Dip, genau. wo wir dann auch mit 30 Kilo eingestiegen sind. Und dann, Um ja, den Versuch einfach um uns sicher zu so haben. gültig Ja. zu kriegen. Und dann hast du gesagt, das fühlt sich doch ganz gut an. Und dann Ja. waren die 40. Sprechen wir doch kurz noch über die Jungs, oder? Oder fangen wir mit den Jungs an? Oder hast du zu den Frauen noch was? Nö, also nicht, wenn, dann kommen Können wir wir nachher jetzt, nochmal drauf zurück. genau, können wir nachher noch ein bisschen genereller quatschen. Also bei den Jungs hat gewonnen der Christian, hat jeweils den Drittversuch im Snatch und im Clean and Jerk leider nicht geschafft. Aber da ist Aber er, glaube ich, auch Richtung ja, PR glaube ich oder seine auch. Bestleistung, Ja. die er mal gemacht hat, Und es waren gegangen. auch knapp, also hätte Ja, auch hätte gehen können. hätte gehen können, genau. Auf dem zweiten Platz der Chris. Relativ gesehen hat er auch eine total souveräne Leistung gebracht. Hat jeden Versuch im Clean and Jerk hat er gültig gehabt. Und im Snatch nur den Zweitversuch ganz knapp daneben. Und dann hat er sogar noch sich gesteigert zum Drittversuch, weil wieder typisches Beispiel war jetzt halt nicht vom Gewicht her, sondern höher hat halt einfach nicht gepasst. Und das musst du dann auch erstmal machen, dass du dann trotzdem noch raushaust. Also wirklich stabile Leistung. Ja, er war nur ganz knapp mit dem Relativfaktor. Ich glaube, es Ja. ging um die sogar zweite Nachkommastelle, die er dann vor Ja, Steven war, der stimmt. Dritte Das war. ist super, super, super knapp. Genau, der Steven, er ist nicht mal, also da geht es wirklich um Dezimalstellen, was da quasi eigentlich hätten es was zweite Plätze sein können. Der hat auch jeden Versuch im Clean and Jerk gültig gehabt. Ich meine auch ein PR zum Ja. Schluss. Und der Snatch, der hat den Drittversuch nicht geschafft, leider. Da hat er 82 Kilo im Zweitversuch geschafft und 85 dann leider im Drittversuch. Ich glaube, es war auch eine Aber knappe ich glaube, es Kiste. war ungültig. Ich glaube, er hat ihn oben Ah gehabt, ja, genau, aber er hat stimmt. halt sehr, sehr Ich glaube, da hat nachgedrückt. er noch so sorry oder was gesagt. Das war Genau. sehr witzig. Haben einige gesagt, so Ja, sorry, die weil sie Angelika schon. habe, haben letztens Genau. gemerkt, halt schon Ja, vorbei. Schon voll. während dem Drücken, er ist ungültig. Ja, genau. Und der Flo und der Andrew und der Jannis. Genau, waren dann quasi nicht mehr auf dem Treppchen, aber muss man auch sagen, total souveräne Leistungen, also vor allen Dingen super schöne Technik auch. Ich glaube, der Flo hat auch gegen Ende noch einen PR-Versuch gemacht mit 105, das war auch eine knappe Kiste. Genau, der hat eine wahnsinnig starke Kniebeuge, bei dem Ja, ist dann der Jerk das total. Problem. Jannis muss man ansprechen, der ist ja vor 2 Wochen München-Marathon mitgelaufen und hat jetzt beim Gewichtheb-Wettkampf Ja. mitgemacht. Auch sein erster und hat es dafür auch richtig, richtig gut gemacht. Ja, voll. Ich finde, also wie gesagt, kann ich nicht oft genug erwähnen, war so begeistert, wie souverän. Da war ja auch, keiner hat irgendwie, es kann ja alles passieren, dass du jetzt nicht aufs Absignal wartest oder
weiß ich nicht, ja, da irgendwie zu sehr hudelst oder so. Die waren ja alle souverän, alle cool, haben alle ihre Versuche gemacht, haben wunderschön so sich auch Zeit genommen für ihr Setup. Trotzdem haben wir ja, die Veranstaltung gut durchgebracht. Das war jetzt wirklich ich möchte jetzt nicht sagen, kürzester Zeit rum, aber Michi hat als Kampfrichter super gemacht und den Leuten auch die Zeit geben, dass sie ihre Versuche schön machen. Also Warm-up hat auch jeder gut gemacht, da hat jeder super getimed. Also da gehört ja auch sehr, sehr viel dazu. ja, aber das ist ja die Hauptproblematik, die kennst du von deinen Wettkämpfen. Man wärmt sich auf und dann dauert es aber noch Kann fünf oder sein, ja, 10 Minuten, klar. bis man dann wirklich dran ist. Und da die Spannung halten, ist schon richtig schwer. Und was man vielleicht auch gleich sagen kann, der Aufwärmbereich ist ja woanders. Stimmt. Das heißt, gerade beim Snatchen, Squat Snatch, schaue ich irgendwo hin und dann gehe meistens zu mehr Gewicht auf eine Plattform, wo alles ganz anders ist, Ja, jetzt, wo wie du im das Schauen noch Aufwärmbereich. ansprichst, ist ja auch, kann man vielleicht noch mal so drüber sprechen, weil ich kenne es ja selber so, du liftest oder machst irgendwas und dann ist ja auch vor dir meistens nichts. Also du hast da einen klaren Fokus, es läuft dir hoffentlich keiner Niemand irgendwie, rein. genau, niemand rein. Aber bei so einem Wettkampf ist es ja schon so, dass du siehst ja auch jetzt bei diesen ganzen Gewichthebewettkämpfen, wenn die woanders stattfinden, wir haben ja schon ein paar Mal zugeschaut, da bewegt sich halt vor dir im Prinzip die ganze Menge, weil der eine holt sich halt eine Schnitzelsemmel, der nächste einen Leberkäse, der dritte steht auf, dann hörst du halt Die vielleicht im anderen zwei Hintergrund prosten gerade. genau irgendwelche Geräusche, die dich da vielleicht rausbringen können. Und wenn du das noch nie hattest, dass du vor dir bewegte Bilder hast, das musst du auch erstmal lernen, dass du da einfach so, sag ich mal, durchguckst, trotzdem so deinen Fokus behältst, dich nicht rausbringen lässt. Und das hatten wir ja jetzt hier auch, weil es saßen ja Leute vor den Teilnehmern schon ein Genau. bisschen mit Abstand. Aber es ist ja nicht so, wie sie sonst gewohnt sind zu liften. Also da muss ich auch nochmal sagen, Hut ab. Da hat wirklich jeder richtig schönes Setup immer gehabt, hat man gesehen. Jeder hat das immer schön gleich gemacht. So, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel linker Fuß, rechter Fuß, linke Hand, rechte Hand, dann Setup und hoch. Und Oder sich die also Handel nochmal so genau, hinlegen, wie man es gern hat. ja. Also da muss ich echt sagen, das haben die total professionell alle Ja. gemacht. Mega stolz kann man da sein. Ja, haben wir noch Und was? weil das Gewichtheben so schön war, machen wir ja auch noch einen Gymnastics-Wettkampf. Gymnastics-Wettkampf. Ja, genau. Den machen wir im Dezember. Es ist so, es wird ein Partner-Wettkampf. Also wenn man wirklich gar keinen Partner findet, weil die Zahl vielleicht irgendwie genau nicht gerade ist, dann findet man da auf jeden Fall eine Lösung. Dann kannst ja du als Joker Dann gibt es mitmachen. einen Joker, Genau. den großen Dicken. Aber auf jeden Fall, genau, es sollte im Team stattfinden. Jeder kann mitmachen. Ich will nicht frech sein, aber ich fände es cool, wenn da in erster Linie vor allem auch die Leute mitmachen, die Gymnastics und Calisthenics mitmachen, weil die Truppe hat sich jetzt einfach schon gut gefunden und die haben so ihre Sachen, woran sie arbeiten. Aber grundsätzlich, es kann jeder mitmachen. Da gibt es jetzt nicht irgendwelche Beschränkungen. Und wir werden es auch so anpassen, das sage ich jetzt mal, ich will noch nicht so zu viel verraten, aber dass jetzt die Vergleichbarkeit vielleicht nicht die ist, die ihr denkt. Also da geht es jetzt nicht unbedingt darum, wer am meisten Gewicht bewegt oder wer jetzt wirklich schon die längste CrossFit-Erfahrung hat, Wer am sondern meisten Muscle-Ups macht. genau, also da machen wir schon so, dass die Würfel so sind, dass es relativ offen sein wird. So viel zum Thema. Und man darf natürlich auch nur mitmachen, das ist auch Gesetz leider, wenn das Team einen Namen hat. Also ohne Name könnt ihr euch schleichen, das geht nicht. Wenn ihr ein Team habt, dann braucht ihr auch einen coolen Namen für das Team und dann müsst ihr euch quasi mit dem Namen anmelden. Und aber ansonsten ganz normal einfach einzeln einen Platz auf Eversports buchen. Wenn die Folge Genau. rauskommt, haben wir es hoffentlich heute geschafft, die Genau. einzustellen. Ja, das wäre cool, wenn ihr da vielleicht auch zum Zuschauen noch vorbeikommt. Ja, auch zum Zuschauen war es super. Also alle, Ja. die zugeschaut haben, haben gesagt, ach, sie hätten eigentlich auch mitmachen wollen. Das macht sie Ja. so inspiriert und alle gesagt, das nächste Mal machen sie auch mit. Ja. Ja. Es motiviert auch immer, wenn du da so zuguckst. Einfach, weil die Leute sich freuen und weil es auch einfach nett ist, mal wieder so eine Veranstaltung zu haben, haben wir jetzt einfach während Corona eine lange Durststrecke gehabt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was gemacht. Und trotzdem ist es immer noch so ein bisschen so, wow, wir dürfen wieder was machen und sollen wir vielleicht auch genießen, oder? Ja, finde ich auch. Gute Aber das Kuchen haben wir Zusammensein, gekriegt. genau. Genau, gute Kuchen, gute Nachspeisen. Nichts anderes erwarte ich dann natürlich beim Gymnastics-Wettkampf auch. Jetzt liegt die Latte schon hoch. Das Ja. musste ich schon anstrengen. Ja, kriegen wir schon hin. Ja, cool, Freunde, würde ich sagen. War es das für heute? Ja, war es das für heute. Und gebt uns gerne Feedback zum Gewichthebewettkampf oder wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir ansonsten so veranstaltungstechnisch noch machen könnten. Vielleicht hatte der eine oder andere nochmal eine Idee für eine, ja, einfach andere Form von Wettkampf, wäre vielleicht auch mal ganz nett. Lassen wir uns da gerne von euch inspirieren. Und ja, haben wir sonst noch irgendwas, was neu kommt? Nee. Not aktuell nicht. Alles klar. Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche, Freunde. Ciao. Ciao.
fall.